rattelt so ein bisschen. Hat sie aber vorher auch getan. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre alte Softbox mit LEDs zu neuem Leben erwecken, was das alles bringt, wo die Vorteile liegen und auch wo die Gefahren liegen. Ja, genau. Gefahren. Wie läuft's draußen an den Geräten? Wolfgang Häusler hier mit einem neuen Video rund um das Thema YouTube und Filme machen. Wenn Sie das Thema interessiert, denken Sie vielleicht über ein Abo nach. Aber jetzt rein ins Thema. Heute geht's ums Licht. Und speziell geht es um das Thema Softbox. Warum die Softbox? Ganz einfach. Bei vielen Haushalten steht schon eine rum oder in vielen Firmen. Und die sind auch heute noch in allen gängigen Online-Plattformen und Geschäften sehr günstig zu haben. Kurzer Disclaimer zwischendrin. Die Produkte, über die ich heute spreche, habe ich persönlich selber gekauft. Kein Sponsoring wurde mir auch nicht kostenlos zur Verfügung gestellt. Habe ich echt dafür bezahlt. Wenn Sie interessiert, was das ist, ich stecke unten in die Beschreibung Bezugsquellen mit rein. Genau das mache ich heute. Ich habe hier so ein ganz klassisches Modell mal da, eher eine kleine Softbox als Beispiel, und die hat, wie das so der Fall ist, hinter dem Diffusor einen Reflektorschirm und darin dann das Leuchtmittel. Und heutzutage sind es immer noch meistens solche Oschis, Leuchtstoffröhren, die das Licht produzieren. Meistens sind sie so gemacht, dass sie ein 5500 Kelvin Licht produzieren. Das ist die Lichttemperatur, die die meisten Studioleuchten und auch LED-Panels derzeit haben, wenn sie nicht verstellbarer sind. Das heißt, man hat dann weniger Probleme im Weißabgleich, wenn man überall konsistent das gleiche Licht hat. Ich habe mich nach einem Ersatz für diese Dinger umgesehen und bin bei diesen maiskolbenförmigen Geräten gelandet. Es gibt da relativ viele, aber die meisten haben erstaunlicherweise irgendwo 6000 oder sogar 6500 Kelvin Lichttemperatur, also sehr kalt, sehr bläulich. Und ich wollte eigentlich 5500, und das waren spontan die einzigen, die ich mit 5500 Kelvin gefunden habe, in zwei verschiedenen Größen, 20 Watt und 40 Watt, im Vergleich mit diesen 50 oder 55 Watt Leuchtmitteln. Am Anfang, wenn man sie in Betrieb nimmt, stinken sie ein bisschen, nicht sehr, aber es ist im Prinzip so ein bisschen am Anfang die ersten, ich würde mal sagen, ein, zwei Tage, als ich es anhatte, gab es einen Kunststoffgeruch, der ist dann weg gewesen. Ich habe der Reihe nach diese Leuchtmittel in diese alte, klassische kleine Softbox hineingeschraubt, habe die Softbox direkt in festem Abstand vor der Kamera platziert, voll reingeleuchtet und habe dann bei konstanter ISO, konstanter Belichtungszeit die Blende so weit zugedreht, bis die Belichtungsautomatik gesagt hat, jetzt passt die Belichtung. Bei diesem Leuchtstoffröhrengerät konnte ich bis Blende 13 gehen in meinem Versuchsaufbau, bis die Kamera gesagt hat, jetzt stimmt die Beleuchtung. Hier bei dem 20 Watt LED-Leuchtmittel musste ich sogar bis Blende 16 gehen, war also schon ein gutes Stück heller als diese hier. Und bei der ganz großen 40 Watt LED-Leuchte konnte ich bis auf Blende 22, 25, da war er sich nicht so ganz einig, aber ich sage mal mindestens 22 hochgehen, bis die Belichtungsautomatik gesagt hat, jetzt stimmt die Belichtung. Man sieht es auch, wenn man es einfach anschaut, es ist wirklich viel mehr Licht. Gefühlt würde ich sagen doppelt so viel, ist aber dann sehr, sehr subjektiv das Ganze. Aber man kann sagen, die Ausbeute ist deutlich höher. Das bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Ich habe tatsächlich auch einfach mein Voltmeter mal an die Steckdose angeschlossen. Was ziehen diese Birnen denn tatsächlich? Die hier mit 55 Watt offiziell angegeben, lag so um die 42, 43 Watt, was die gezogen hat nach einer relativ kurzen Anwärmphase. Diese hier, nominell 20 Watt, hat ungefähr 18 Watt gezogen, ist also einigermaßen nah dran. Und dieses Gerät hier, 40 Watt, lag ungefähr bei 38 Watt. Also ich denke, das ist alles im Rahmen mit diesen Geräten. Was bei Video- und Fotolicht natürlich auch immer wieder wichtig ist, ist die Lichtqualität. Man spricht da vom CRI, dem Color Rendering Index, das heißt der Farbtreue. Und ich muss sagen, zu diesen Geräten ist nichts zu finden. Subjektiv muss ich sagen, gefällt mir das Licht sehr gut. Es macht ein sehr natürlich wirkendes Licht. Ich habe dann tatsächlich auch noch hier einen auch wieder eher unwissenschaftlichen Test gemacht mit einer App, die sich Light Spectrum Pro nennt und mit der man dann zeigen kann, da unten ist ein Spektrum angegeben, über die Kamera quasi analysiert, welches Lichtspektrum da ist. Oben wird dann auch angegeben, welche Lichttemperatur man hat. Die Weise kann man so ein bisschen das Licht analysieren, wie gesagt, ist sicher kein wissenschaftliches Instrument, aber besser als nichts. Und damit habe ich diese Lampen mal verglichen. Es ist so, dass die LEDs nach dieser Testmethode 5200 Kelvin nur haben statt 5500, also ein bisschen wärmer sind. Allerdings ist auch diese Leuchte ungefähr bei 5200 Kelvin. Und was ich hier ganz angenehm fand, im Prinzip
Es ist so eine gaussische Verteilungskurve von der Lichthelligkeit herum mit einem kleinen Notch nur, wo irgendwo eine Frequenz fehlt. Das wirkt irgendwie relativ gleichmäßig, während tatsächlich hier es etwas ungleichmäßiger wirkt, etwas verteilter mit Peaks bei verschiedenen Wellenlängen. Aus meiner laienhaften Sicht würde ich sagen, das ist sogar ein bisschen schlechter als das, was die LED liefert. Aber falls Sie dann Profi sind, was Licht angeht und mir zu den Kurven noch genaueres sagen können, können Sie es gerne bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Kurz gefasst, gefühlt ist das Licht von diesen LEDs aber ziemlich gut. Wenn Sie eine Softbox haben, die mehr als einen E27-Sockel hat, es gibt die auch mit zwei und teilweise auch mit vier, dann können Sie sich sogar eine regelbare Lichtquelle basteln. Ich habe das hier gemacht. Ich habe hier eine Softbox, die hat vier Lampensockel, die immer mit zwei Schaltern bedienbar sind. Das heißt, ich immer zwei und zwei anschalten. Deswegen habe ich auch hier die unterschiedlichen Größen genommen. Ich habe zwei Sockel mit den kleinen 20 Watt Leuchtmitteln bestückt und zwei mit den 40 Watt Teilen. Habe die so geschaltet, dass ich entweder die zwei kleinen anschalten kann, dann habe ich 40 Watt, zwei großen, dann habe ich 80 Watt oder alle zusammen, dann habe ich 120 Watt Lichtleistung LED aus einer Softbox. Und da kommt man schon ziemlich weit damit. So, jetzt ist die Frage, wo liegt das Problem? Naja, sagen wir es mal wie folgt. Das Ding ist ein bisschen chinesisch gebaut. Das ist ja wirklich ein chinesischer Hersteller und es hat ein CE-Prüfzeichen drauf, was ja eigentlich für Sicherheit steht. Allerdings ist das ja eine Hersteller-Selbstangabe. Die sagen also selber, dass sie die CE-Richtlinie alle einhalten. Ja, bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das alles so ganz genau passt bei den Dingern. Da kommen wir jetzt nämlich ein bisschen zu dem Achtung aufpassen. Die LEDs liegen hier offen. Quasi, man kann sie anfassen, liegen da offen rum und an der Vorderseite sind dann sogar, mal sehen, ob man das sehen kann, ja genau, ein paar offene Lötstellen zu sehen. Und an diesen Lötstellen, da liegt auch tatsächlich während des Betriebs Spannung an. Ich habe da mal mein gutes altes Messgerät von meinem Vater aus dem Keller rausgezogen und die Pins dran gehalten, während das läuft. Die kleine hat zwischen Plus und Minus von diesen beiden Lötstellen 40 Volt Gleichstrom liegen. Hier liegen wir bei 60 Volt. Und ich wundere mich ein bisschen, also es gibt da auch so kleinere Varianten davon. Hier eine, die haben so eine Plexiglashülle drumherum. Da ist das völlig problemlos, die kann man von allen Seiten anfassen. Das ist alles irgendwie gefühlt safe. Dieses Modell, also in beiden Größen tatsächlich, hat keinerlei Ummantlung um die LEDs rum. Das ist so das Erste, wo ich sagen muss, aufpassen. Ich habe im Grunde kein Problem damit. Das Ding steckt in der Softbox. Da ist der Diffusor davor. Da kommt während des Betriebs keiner hin. Definitiv nichts für draußen. Definitiv aber auch nichts, was ich während es leuchtet im Prinzip anfassen möchte, um es rauszuschrauben. Also von daher einschrauben, die Softbox zumachen und drin lassen, ist in Ordnung. Dauerbetrieb, ja, ich habe es meistens, ich habe die jetzt seit einem guten Jahr in Betrieb, diese LED-Maiskolben, ohne jedes Problem, ohne Ausfälle. Ich hatte es meistens nicht unbedingt jeden Tag an, aber ein paar Mal die Woche. Dann immer so zwei, drei, vier Stunden am Stück, das war okay. Ich hatte es an einem Tag mal für Aufräumarbeiten, also wirklich den ganzen Tag an, richtig lang. Da sind die Geräte, glaube ich, einigermaßen heiß geworden, weil da ist dann Folgendes passiert. Da ist innen drin irgendein Heißkleber. Mal gucken, ob wir das scharf bekommen. Hier vorne, genau. Da ist ein Heißkleber irgendwie innen drin geschmolzen. Und hier unten so ein bisschen, das war die Birne, die hing so nach unten drin, hat sich das ein bisschen gesammelt und hat so ein Tröpfchen gemacht, das wieder außen drauf ist. Das ist tatsächlich so ein, ja, man kann es auch abknibbeln, so ein Kunststoff. Ich würde sagen, wie aus der Heißklebepistole. Das hat sich dann auch wieder stabilisiert. Das hat es bei genau Hinsehen dann fast bei allen gemacht, auch bei der schwächeren. Ist hier drinnen, ja genau, so ein bisschen der Kleber dann an der Unterseite rausgekommen. Es hat sich nichts verändert. Sie funktionieren weiterhin, sie ratteln so ein bisschen. Hat sie aber vorher auch getan. Also von daher, tja, was soll ich dazu sagen? Von der Leistung bin ich sehr zufrieden damit. Muss ich sagen, von der Bauart, ein bisschen fraglich das Ganze. Ja. Ist aber so, muss jeder selber wissen, ob er sich so ein Ding reinschrauben möchte. Ich habe damit vernünftige Erfahrungen gemacht, aber ich würde mir langfristig eigentlich auch wünschen, dass darüber dann irgendwann nochmal vielleicht eine Kunststoffabdeckung drauf wäre. Ja, summa summarum habe ich all meine Softboxen mittlerweile auf LED umgerüstet und bin damit sehr zufrieden.
Wenn Sie dieses Thema interessiert, freue ich mich über ein Like. Wenn Sie andere Themen, andere Lichtbeleuchtungsthemen oder anderes zum Thema Video interessiert, schreiben Sie mir unten rein, was Sie gerne haben wollen. Denken Sie vielleicht dran, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal.